Liebe FCZ-Fans, der FCZ ist mein Herzensverein. Es freut mich, euch mitzuteilen zu dürfen, ich habe meinen Vertrag bis 2027 verlängert. Ich fühle mich natürlich super. Es ist eine Herzensangelegenheit, jetzt natürlich noch mal so lange verlängern bei dem Verein, wo ich schon meine ganze Karriere verbracht habe, die ganzen Juniorenzeiten. Und jetzt natürlich das fantastische letzte Jahr. Darum, es ehrt mich mega, es macht mich mega stolz, noch weitere Jahre dürfen das Wappen und den Verein repräsentieren. Ich glaube, man merkt es auch nicht nur bei mir, sondern auch wirklich auch bei der Familie. Das ist eingekämpft, das FCZ-Gen. Meine Tochter singt in der Migros an der Kasse, FC Zürich Schweizer Meister und so Sachen. Also, es ist, wie ich gesagt habe, ich bin schon so lange dabei, ich kenne das, seit ich 12 bin. Bin ich tagtäglich mit dem auf der Brust unterwegs, im Training oder im Spiel. Jetzt 200 Spiele gemacht fürs Eis. Das macht mich extrem stolz und ich weiß, was das für ein Privileg ist. Und ich weiß, dass extrem viel von dem träumen, was ich da tagtäglich erleben darf. Ja, das ist sicher speziell. Ich glaube, es ist auch immer mehr einmalig im Fußballbusiness, dass man als Fußballer so lange bei einem Verein oder bei einem Jugendverein verbringt. Darum ist es etwas, was ich mega gerne mache, auch ein bisschen Geschichten von hinten durch zu erzählen oder dass man einfach auch, dass den Leuten ein bisschen näher bringen kann, was es heisst, Profi zu sein, was es heisst, in so einer Kabine zu sein, tagtäglich, um da mal ein bisschen den Leuten zu zeigen, das, was man sonst eben nicht so sieht. Es ist eine lange Zeit und wenn man die letzten Jahre anschaut, kann extrem viel passieren in dieser Zeit. Aber es ist natürlich klar, wir haben ein super Jahr gehabt, wir haben jetzt den Titel feiern, den Pokal aufheben. Das ist ein Ziel, das wir wiederholen wollen. Ich habe auch schon einen Cup-Sieg miterleben, oder drei sogar. Das wollen wir natürlich noch mal machen. In den nächsten 5 Jahren haben wir doch ein bisschen Zeit, um da noch den einen oder anderen Titel einzufahren. Und natürlich, jetzt dieses Jahr liegt natürlich auch der volle Fokus auf die europäische Kampagne. Es war überragend, die Europa League-Saison, die wir gespielt haben. Es hat extrem viel Spass gemacht für uns Spieler. Und einfach nochmal so etwas zu erleben, das ist etwas, das jeder davon träumt. Und ich träume jetzt natürlich auch von der Champions League, wie jeden anderen Spieler hier auch.